Ja, willkommen zurück bei Maniac Mansion 1 Deluxe. In der letzten Folge sind wir ja hier mit Bernard, mit Dave und mit der guten, wie heißt sie gleich, Wendy, genau, hier ins Haus eingedrungen, um Sandy zu retten. Und sind dabei oben auf Grüntentakel gestoßen, der jetzt was zu trinken braucht. Und das ist unsere nächste Aufgabe, glaube ich, dem was zu trinken zu bringen. Die Farbentferner wollte er nicht trinken. Also schauen wir mal, was er nehmen kann. Oder was ihm schmeckt. So, wir brauchen also erst was, wo sie das reinfüllen kann. Ne? Hier ist ein Wasserhahn, da könnte man was reintun. Und hier, was ist da drin? Salat, Käse, alte Batterien. Ha. Pepsi-Dose. Ist doch was zu... Zerbrochene Ketchupflasche, die lassen wir erstmal. Salat und Käse lassen wir auch mal dort. Jetzt gucken wir mal, wo es hier noch weitergeht. Aha. Alter Truthahn. Würde mich nicht wundern, wenn das vom letzten Thanksgiving übrig geblieben ist. Nehmen wir doch mal mit. Schon ein verrotteter Braten. Ihh. Alles einsacken. Ein netter Stuhl. Hier geht's weiter. Ah, hier ist ein Glas. Nimm Glas. Da oben Tentakelfutter. Ich mag die TV-Spots. Okay. Flasche mit Entwickler. Ah. Ist im Boden festgeschweißt. Okay, der Entwickler. Na gut. Wir haben eh unseren Fotofreak nicht mitgenommen. Konservendosen. Gott weiß, wie alt die sind. Können wir die auch mitnehmen? Nimm einfach alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Nimm Säfte. Jetzt haben wir das Regal leer gemacht. Tür ist abgeschlossen. Hm, bin ich hungrig. Da müsste ich jetzt schnell... Oder ich darf noch nicht in die Küche gehen. Weil der sonst mich ja sieht, ne? So. Was macht eigentlich er? Kann er am Tentakel vorbei? Wo war gerade das fette Ed? Oh, der hat Angst oder was? Ja, hat Angst vor dem grünen Tentakel. Deswegen muss man ihm erst was zu trinken geben mit der Wendy. Na gut. Und wenn wir jetzt zur Wendy gehen? Naja. Ich hab dich ins Verlies, Eindringling. Schade, dass du nicht auf meiner Seite bist. Bin ich doch. Boom. Okay, jetzt muss ich erstmal versuchen. Wir hatten ja hier den losen Stein und da hat sich ja was getan. Vielleicht wenn ich dagegen drücke und zum Bernard gehe. Hä? Ah, an der Tür sind wir also. Also so kommt man hier wieder raus. Aber nur mit einem Kind. Ne? So, jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier was haben, was der Grüntentakel trinken mag. Konservendosen nicht, aber vielleicht die Fruchtsäfte. Oder die Pepsi. Also. Oder machen wir in das Glas, können wir Wasser reintun. Benutze Glas mit Wasser an. Öffne Wasser an. So. Gut, jetzt haben wir Wasser. So. Rätseln wir uns hier durch das Haus. So. Gib Fruchtsäfte an Grüntentakel. Danke. Okay. Das hat's schon gebracht. Öffne Tür. Oh.
wieder so eine dunkle, sieht aus wie ein Fotoraum, Aktenschrank. Er hat eigentlich die Taschenlampe. Ja, na gut, egal. Rotlicht, das können wir doch anmachen, oder? Ha, sehen wir zumindest was. So, guck, das ist in ihrem Aktenschrank. Der ist abgeschlossen. Was da vielleicht das silberne Schlüssel? Besser nicht, also der ist dafür auch nicht da. Entwicklerschale, Vergrößerer. Damit kann ein anderes Kind was anfangen. So. Schöne Pflanze, sehr schön, genau. Oh. Gut, wieder jede Menge Türen. Wanted. Schau an, Steckbrief. Gesucht wegen zahlloser grausamer Taten. Ein mörderischer, schleimiger, lila Meteor. Wenn Sie ihn sehen, rufen Sie an. 1138. Okay. Hier unten liegen Cents. Nimm 10 Cent. Schau ein Bild von Schwester Edna. Muss schlimm sein, jeden Morgen daneben aufzuwachen. Offenbar. Schau ein Funkgerät. Ein Hightech-Funkgerät. Es funktioniert nicht. Okay, vielleicht fehlt ein Teil. Nett. Ja, ich weiß, dass das nett ist, ne? Oh. Lautsprecher. THX-Sound. Ron Gilbert live at the Forum. Okay. Disco Sax. Stereoanlage. Noch eine Schallplatte. Der Tentakel Brunftschrei. Das könnte uns weiterhelfen. Oh, ich bin so deprimiert. Ich werde niemals meine Band haben. Mein Leben endet im Nichts. Ich werde nie etwas erreichen. Okay. Selbst das Essen hat nicht geholfen. Nicht? Okay, das wird traurig. Jetzt können wir nochmal mit der Kassette, die wir aufgenommen haben. Haben wir die mitgenommen? Ach, die hat Bernard einstecken. Ne? Können wir eine aufmuntern? Vielleicht? Er kann da jetzt hier lang gehen. Bei Grün Tentakel ist ja weg. Er könnte jetzt sicher hier das Ding schon aktivieren, aber... Gucken wir erstmal. Benutze Kassette und Stereoanlage. Nix? Doch. So. Ist immer noch traurig. Okay, na hätte ja sein können, dass ihm das irgendwie hilft. Wird doch noch gespielt. Geben wir mal die Kassette. Ne, wir wechseln zur Wendy und geben. Die hat ja schon so viel. Die Schallplatte an Bernard. Da kann der eine neue Aufnahme machen. Und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert. So. Wie war das? 1188? War das richtig? Keine Ahnung. Gehe zu Steckbrief. Zahllose grausame Taten. Meteor, genau. 1138. Okay. Sehen, was passiert. Okay. Hier ist die Meteorpolizei. Sie haben den lila Meteor gesehen? Ich bin in 5 Minuten da. Schließen Sie die Labortür auf.
Okay, wie soll man die denn in 5 Minuten? Aber einen Schlüssel habe ich ja. Und noch eins. Bleiben Sie unter Lichtgeschwindigkeit. Okay, 5 Minuten werden wir wahrscheinlich schaffen. Haben wir auch die Schlüssel nicht mehr. Okay, dann springen wir weiter. Wir sind ja jetzt jederzeit, wie man so ruft, ne? Oh, ein unwillkommener. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Okay, hab dich. Da liegt auch ein Schlüssel. Ach so, man konnte doch irgendwie. Ich hätte dich ans Bett fesseln sollen. Ja. Du drückst doch bitte noch mal drauf, ja? Alles klar. Schnappen wir sie. Aber keine 5 Minuten. Wie soll ich jetzt da reinkommen? Okay. Na gut, vielleicht beim nächsten Mal. Okay, Weltraumpolizei. So. Jetzt schauen wir uns erstmal weiter um. Da lach jedenfalls. Daddy verhält sich sehr komisch. Seit dem Geheimprojekt im Labor. Ja und? Nun, Mami, ich mache mir Sorgen um ihn. Er war seit 5 Jahren nicht mehr beim Essen. Ja und? Und er bringt diese Leichen. Tief in der Nacht, nach unten in den Keller. Worauf willst du hinaus, Ed? Ich bin eine beschäftigte Frau. Ach, vergiss es. Das scheint ja ganz nett zu sein. So. Nimm Sparschwein. Oh, ich hab's zerbrochen. Nimm. 10 Cent. Nimm. 10 Cent. Uah. Eindringling, halt! Was tust du hier in unserem Haus? Bist du ein Agent des bösen Meteors? Oder hilfst du mir, ihn zu besiegen? Ich helfe dir natürlich. Rede mit. Ich habe nichts zu sagen, was? Nur dann ab ins Verlies, Spion. Schade, dass du nicht auf meiner Seite bist. Okay, tut mir ja furchtbar leid. Ach so, wenn wir schon mal da sind. Dave, gib doch mal deine Taschenlampe an Wendy. Den Schlüssel, das war der Haustürschlüssel. Und Wendy versucht mal was mit dem Silberschlüssel hier irgendwie. Oh, die Türklingel. Vielleicht ist es mein Paket. Mal sehen. Er kriegt also ein Paket. Mal sehen, was das ist. Großes Paket mit noch nicht abgestempelten Briefmarken. Das ist gut. Wir brauchen Briefmarken, glaube ich. So. Lieber Dave, du drückst jetzt nochmal hier drauf. Und Wendy, du probierst mal deinen Silberschlüssel hier aus. Benutze Silberschlüssel. Besser nicht. Benutze Silberschlüssel mit. Hab dich, Verlies Eindringling. Schade, dass du nicht auf meiner Plan. So. Also benutze Silberschlüssel mit Oberhausschloss. Besser nicht. Gut, na dann. Achso, du machst uns mal wieder auf.
Öffne Paket. Einige Briefmarken sind runtergefallen. Das ist schon mal gut. Jetzt nochmal öffne Paket. Das wäre aber illegal. Ein großes Paket. Vielleicht kann ich das dem Typen von oben einfach geben. Es gab ja da oben noch eine Tür, die wir nicht untersucht haben. Irgendwie müssen wir also die zwei Schlösser aufkriegen im Keller. Also hier waren wir sicher noch nicht drin. Ah, eine Schreibmaschine. Ein Kamin. Familienporträt, Junge. Die Junge. Sind eine ziemlich hässliche Familie. Okay. Nett. Antike Schreibmaschine. Fleischfressende Pflanze. Nein, du darfst mir nichts ins Ohr flüstern. Aber sie kann doch sicherlich hoch mit der Schreibmaschine was anfangen. Sie ist ja angehende Schriftstellerin. Ne? Benutze Manuskript mit Schreibmaschine. Oh, so liest sich wesentlich besser. Wunderbar. So, dann kann man das jetzt. Gib Manuskript an Bernard. Benutze Briefmarke mit Manuskript. Nee, wir brauchen sicherlich erst einen Umschlag. Irgendwo muss ein Umschlag zu finden sein. Das muss ja. So, Tentakelfutter. Kann ich das essen? Öffne Tentakelfutter. Das lässt sich nicht öffnen. Vielleicht ist da was drin. Dachte ich nur. Konservendosen. Achso, benutze. Alte Batterien, Taschenlampe. So. Nutze Taschenlampe. Nutze Taschenlampe. Also das ist schon mal gut. Obwohl der Silberschlüssel passt. Wir haben ja hier noch eine Tür. Aha. Überflüssige Körperteile. Igitt. Playboy-Kalender. Mai 1972. Teds Todestag ist markiert. Aha. Gehe zu Sarkophag. Nett. Der hat eine Antenne oben drauf. Kraftomat. Schaut wie ein gutes Trainingsgerät aus. Ah, jetzt fühle ich mich viel stärker. Okay, was brauchen wir denn? Kraft? Hat man auch schon mal Poster. Miss Mumia, 982 vor Christi. Klo? Aha. Öffne Duschvorhang. Ah. Der berühmte Cousin Ted. Nett. Ruf doch mal Edna 44. Und wie kann man den denn zur Seite bewegen? Ach, indem er bestimmt den Wasserhahn aufdreht. Da fehlt der passende Handgriff. Hm. Schwamm. Ein alter schmutziger Schwamm. Kann ich den mitnehmen? Klar. Benutze Schwamm mit Waschbecken. Benutze Waschbecken. So, mach's wieder zu. Haben jetzt einen nassen Schwamm. Toilettendeckel, öffnen wir mal. Und jetzt? Schau an. Toilette. Nett. Benutze Kettenspiel. Benutze Toilette. Das wäre ich ganz gern allein. Okay.
So, also irgendwie brauchen wir hier sowas, damit der dann möglicherweise zur Seite geht und wir hier die Nummer, da können wir den Ender anrufen. Warum auch immer. Gut. Bernard, du hast das Paket, ne? Können wir das einem Vetter geben hier? Eindringling, halt dich, was tust du hier in unserem Haus? Bist du ein Agent des Bösen oder hilfst du mir, ihn zu besiegen? Gib Paket an den Ed. Oh, mein Kommandopaket. Nun musst du meine Pläne finden. Ich habe sie irgendwo verloren. Okay. Verstehst du, der Meteor hat meinen Vater in einen Wahnsinnigen verwandelt. Ich muss in das Labor und ihn retten. Ich brauche mein Kommandopaket und meine Pläne, aber die habe ich verloren. Komm wieder, wenn du die Pläne hast. Kommandopläne. Strategie, Kommandokarte. Macht überhaupt keinen Sinn. Nett. Gehe zu Bett, nett. Schau an Hamster. Oh, wie süß. Nimm Hamster. Was tust du da? Du sollst das nicht anfassen. Schade, dass du nicht... Ah, hast du mich jetzt mit ihm verdorben? Ich habe doch nur den Hamster angeguckt. Okay, wieder raus. So. Okay, wir können ja mal gucken. Vielleicht doch gucken, was es beim Ed mit dem Hamster auf sich hat. Wie hat denn derjenige, der hier an der Tür das Paket abgegeben hat, eigentlich geklingelt? Muss es doch eine Türklingel geben, oder? Haustür, gehen wir mal am Haus entlang. Hier ist keine Klingel. Oh, hier stand doch gerade Türklingel. Das soll die Türklingel sein, okay. Hallo, komm wieder, wenn du die Pläne hast. Okay, habe ich nicht gerade geklingelt? Oh, die Türklingel. Jetzt, okay, jetzt hat er es mitgekriegt. Vielleicht ist es mein Paket. Nein, das habe ich dir zwar schon gegeben. Okay. Nur aber schnell. Da ist noch was, eine Schlüsselkarte. Und eine Münze. Und wieder raus. Okay. Eine Schlüsselkarte. Diese Seite nach oben. Ah, damit kann man vielleicht im Gefängnis was erreichen. Was haben wir denn hier eigentlich? So. Wieder runter. Gehen wir mal in das Haus und gucken, ob da der Schlüssel passt. Außerdem ist sie ja jetzt kräftig, weil sie Kraftomaten ausprobiert hat. Vielleicht hilft uns das auch weiter. Sehen, ob hier passt. Jawohl. Okay, hier ist ein Pool. Das ist schon mal gut. Poolstuhl mit einem Radio. Ist schon offen. Okay. Garagentür. Oh, Edsel. Tentakel an Bord. Ich, Herz Indi. Edsel. Wired Edsel. Ein merkwürdiges Edsel-Modell. Fehlen auch die Räder, ne?
Das ist ein umgebauter Raketenmotor. Boah. Wasserhahngriff. Ha. Der hat uns ja gefehlt. So. Der Kofferraum ist abgeschlossen. Warum stimmt dieser irgendein Schlüssel? Hat sie noch einen Schlüssel übrig? Nö. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Was ist das? Zementplatte. Okay. Na dann, wieder vors Haus. Hier haben wir ja alles eingesackt, was mitzunehmen war. Und nein, ich werde den Hamster nicht in die Mikrowelle stecken. Was macht man nicht? So. Ach so, sie ist ja kräftig. Vielleicht kriegt sie jetzt hier unten das Gitter auf. Ha, einfach. Na klar. Rohre. Ah, das ist der Entwickler. Den könnten wir jetzt mit dem Schwamm aufsaugen, aber wir brauchen keinen Entwickler. Was ist das? Haupthahn. Oh. Oh nein, der Pool ist schon wieder leer. Jetzt schmilzt wieder der Reaktor. Wie soll ich denn die Welt übernehmen, wenn das Budget so klein ist? Okay, der Pool, der kühlt einen Reaktor. Nur diese billige Ausrüstung. Junge, wird der Meteor sauer sein. Tentakel, stillgestanden. Ja, Sir, Dr. Fred, Sir. Purpur-Tentakel, zu Befehl, Sir. Schnell überprüft den Reaktor. Jawohl, Sir. Okay, ich habe es doch, glaube ich, wieder zugemacht, oder? Kannst ja mal hingehen und gucken. Nicht, dass uns hier das ganze Ding um die Ohren fliegt. Weil das würde passieren, wenn man das zu lange ohne Kühlung lässt, den Reaktor. Hier ist niemand. Ah, oh, jetzt hat das Licht ausgemacht. Hey. Ja, ist doch Wasser wieder drin, alles gut. Gut, also da kann man das Wasser vom Pool abstellen. Jetzt könnte man eigentlich mal wieder rausgehen. Geht es hier noch weiter? Nö. Mal gucken, ob man mit dieser Schlüsselkarte. Schon mal eins von den Schlössern da unten aufkriegt. Achso, da bräuchte man Bernard wieder hier, ne? Ja, jetzt hast du hier das Licht ausgemacht. Der war doch hier neben der Treppe. Benutze Schlüsselkarte. Besser nicht. Aha. Okay, dafür ist die Schlüsselkarte nicht gedacht. Ja, aber wofür die Schlüsselkarte gedacht ist, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Für heute haben wir schon ganz schön, sind wir ganz schön weitergekommen, denke ich. Also sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Astronio. Macht's gut.